Moin Leute, willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video von mir. Und in diesem Video wollte ich mal wieder so ein bisschen die Real Talk bzw. so ein bisschen die Talkschiene anschmeißen. Und zwar geht es für mich persönlich um den Patch 1.6. Und bevor ihr jetzt sagt, ey, ihr habt den Titel gelesen und ihr hatet jetzt so nichts unten in den Kommentaren, findest du etwa 1.6 schlecht? Nein, ganz ruhig. Ich finde 1.6 ist ein extrem guter Patch. Ich habe super viel Spaß an dem Game seit 1.6 wieder. Ihr wisst vielleicht, wie sehr das Game für mich abgeflacht ist. In 1.4, 1.5, ich habe ja damals irgendwann 1.4 gemerkt, so, was mache ich hier eigentlich? Ich habe hier super viel Refills gemacht und ähnliches für Stamina und dann in 1.5 habe ich ja sehr wenig teilweise Genshin gespielt, habe nur noch einen Refill am Tag gemacht, nur noch meine Daily Quest, habe mich ja darüber gefreut, dass ich einen kleinen Progress gemacht habe, aber habe eigentlich nur auf neue Patches gewartet im Hintergrund und mit 1.6 bin ich sehr happy aktuell. Auch wenn es so gesehen nur ein Filler-Patch ist mit diesem zeitbasierten Event, bin ich sehr happy mit der neuen Map, die ganze Map zu erkunden, alle Kisten zu entdecken, Nebenquests zu machen, Rätsel zu lösen. Eigentlich bin ich tatsächlich nicht der Rätsel-Fan, aber da habe ich on stream das auch sehr gefeiert, ein paar Rätsel zu lösen. Also das ist schon ganz cool, 1.6 an sich als Patch. Und ich glaube, jeder, der 1.6 spielt, beziehungsweise der 1.6 spielen darf, kann auch darüber happy sein, diese Inseln erkunden zu dürfen. Allerdings habe ich trotzdem zwei persönlich sehr große Probleme mit 1.6. Und mein erstes Problem mit 1.6 ist für mich die Einführung von Skins. Nicht, weil Skins etwas Schlechtes sind. Ich finde Skins etwas sehr Gutes. Skins bereichern die Spieler, die machen uns happy, die geben uns Abwechslung in die Charaktere. In einigen Spielen kriegt man noch neue Animations, in einigen Spielen kriegt man sogar extra Stats und ähnliches. Was natürlich, wenn es jetzt Pay-to-Win ist, extra Stats sehr schlecht ist. Aber wenn es Free-to-Play kaufbar wäre, sind extra Stats wiederum was Cooles. Zumindest wurden in Genshin Impact mit 1.6 Skins eingeführt. Dabei war ja die kostenlose Skin für Barbara, die jeder von uns bekommen hat. Und dann ist da die Jeans-Skin, die wir uns jetzt während 1.6 für ungefähr 20 Euro kaufen können. Und dann nach dem Patch können sich alle Spieler die für ungefähr 30 Euro kaufen. Das heißt, das ist der Preiscap bei Release 20 Euro und ab dann 30 Euro für alle anderen Spiele, die erst danach zu kommen oder die die Skin erst danach haben wollen würden. 30 Euro. Und ich habe ja im Let's Talk mit Kaizen, Remus und Regen erwähnt, dass ich persönlich diese 30 Euro viel zu teuer finde. Und die fanden das alle eher in Ordnung tatsächlich. Und auch die ersten Menschen oder die ersten Abonnenten, mit denen ich darüber gesprochen habe, fanden das eher in Ordnung, dass das 30 Euro kostet. Die haben gesagt, das ist doch ein normaler Preis, das kennt man so aus anderen Games. Für mich ist das kein normaler Preis, nur wenn man das aus anderen Games kennt. Ja, in Counter-Strike geben Leute für eine Waffenskin auch dreistellig, vielleicht sogar vierstellig aus, keine Ahnung. Ich bin nicht in dieser Szene drin. Ich habe nur gesehen, dass da die Leute sehr viel Geld teilweise für eine Waffenskin ausgeben. Auch in anderen Gacha-Games scheint es auch solche Preise zu geben. Aber nichtsdestotrotz finde ich persönlich 30 Euro dafür, dass das Charakter, also ein Charakter ein bisschen ein anderes Aussehen hat, viel zu teuer. Viel zu teuer. Und ich weiß noch nicht, ob ich dieses System in Genshin Impact tatsächlich langfristig unterstützen möchte mit den Skins oder nicht. Ich habe mir die Jeans-Skin jetzt noch nicht gekauft, aber man muss sich auch einfach mal bewusst werden, was dieser Preis bedeutet. Dieser Preis bedeutet erstmal, 30 Euro ist ein halber PS4-Titel. Ein Vollpreis-Game. Ein Game, das uns wahrscheinlich 50 Stunden einfach Unterhaltung im Leben schenken kann. Davon die Hälfte, 30 Euro, wollen die nur für eine Skin, die das Aussehen ein bisschen verändert. Das ist kein Verhältnis. Diese Skin zu entwickeln, kostet die so verdammt wenig Geld, so verdammt wenig Aufwand und wir sollen dafür 30 Euro hinblättern. Alleine schon in diesem Verhältnis in meinem Kopf, finde ich, ist es absolut nicht wert, 30 Euro dafür zu verlangen. Finde ich absolut ungerecht. Plus, dass das ja nicht Free-to-Play erspielbar ist. Sie haben sich ja überlegt, ey, yo, warum sollten wir das Free-to-Play erspielbar machen, wenn wir hier auch extra zu Release des Games eine zweite Währung eingeführt haben, die nichts bringt, außer, also diese Schöpfungskristalle, die nichts bringt, außer die Schöpfungskristalle zu Urgestein zu machen. Und dann kann man mit dem Urgestein Sachen kaufen. Doch der Grund dahinter, warum sie das zu Release gemacht haben, war, das fand ich auch interessant, als mir ein Abonnent darauf hingewiesen hat, da war es eigentlich schon klar, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass sie irgendwann Sachen ins Game implementieren werden, die man sich nur mit Echtgeld kaufen kann, die man sich nicht kaufen kann, free to play. Ansonsten müsste es die Währung Schöpfungskristalle nicht geben. Und das ist jetzt halt über diese Skins eingeführt worden, bedeutet, wir müssen Geld dafür ausgeben, wir müssen 30 Euro dafür ausgeben, wenn wir die Jeans-Skin haben wollen. Alle anderen Menschen können diese Jeans-Skin nicht haben. Und das für mich persönlich absurdeste überhaupt ist,
dass ich mittlerweile bei einem mittleren vierstelligen Betrag bin, den ich für Genshin Impact ausgegeben habe. Ja, ihr habt richtig gehört, ich werde noch wahrscheinlich in einer nächsten 3-4 Streams ausrechnen, wie viel Geld ich für Genshin Impact wirklich ausgegeben habe. Ich schätze irgendwo zwischen 3 und 4.000 Euro mittlerweile. Das ist das, was ich in Genshin Impact investiert habe und ich habe keine Jean. Bedeutet, obwohl ich schon vierstellig investiert habe und noch keine Jean habe, wollen die noch, dass ich 30 Euro obendrauf blättere, um nochmal die Jean ein bisschen im Aussehen zu verändern. Mehr nicht. Es ist einfach nur ein bisschen das Aussehen verändert. Das war's. Und dafür, wie gesagt, ich finde das einfach persönlich viel zu teuer. Ich finde das absolut ungerechtfertigt. Und ich habe auch überlegt, was setze ich für ein Zeichen als Streamer und als YouTuber, wenn ich mir diese Skin kaufe? Zeige ich damit einfach nur, dass ich diese Skin mag? Oder zeige ich damit als Streamer, dass ich damit flexen möchte, dass man diese Skin braucht, um Spaß zu haben und regt vielleicht auch andere Leute dazu an, diese Skin zu kaufen. In den meisten Fällen zeigt man, dass man diese Skin mag. Wenn sich so ein Reagan so eine Jean-Skin kauft, dann war das zu 100% klar, dass er sich als riesiger Jean-Liebhaber auch diese Jean-Skin kaufen würde. Aber würde ich mir jetzt eine Jean-Skin kaufen? Jemand, der sagt, ich spiele wahrscheinlich Jean nicht mal, wenn ich sie ziehen würde in der aktuellen Meta, weil ich einfach schon zu viele Charaktere habe, die ich spiele, dann wäre das ja wahrscheinlich einfach nur ein kompletter Waste von 30 Euro. Die ich hier machen würde, wo ihr euch sagen würdet, yo, Sonius, warum machst du das? Das interessiert uns wahrscheinlich im Stream eh nicht. Also als Zuschauer ist es vielleicht mal ganz cool, wenn man einmal sagt, oh cool, du hast deine Jeans-Skin und das war's denn, der Flex ist rausgehauen und die 30 Euro sind rausgehauen. Eigentlich sind sie so, verbrannt, sage ich mal, weil ich dafür Jeans nicht genug nutzen würde. Und deswegen kann ich auch noch nicht garantieren, wie ich in Zukunft über dieses Thema denke, sobald ich meine Skin unbedingt haben möchte. Sobald eine Skin kommt, wo ich mir denke, wow, die sitzt auf diesem Charakter so perfekt, die möchte ich unbedingt haben. Und eigentlich möchte ich das Geld dafür nicht bezahlen, wenn ich weiß, es kostet 30 Euro. Aber ich kenne mich auch, ich bin also alleine schon, weil ich Sammler bin, tut es mir jetzt im Herzen weh zu sagen, ich werde mir die Jeans-Skin nicht kaufen wahrscheinlich. Vielleicht ändert sich das nochmal irgendwann, aber aktuell sage ich, ich möchte die Jeans-Skin nicht kaufen, obwohl ich Sammler bin. Und sobald mir eine Skin gefällt, wird es mir wahrscheinlich noch mehr wehtun und ich weiß nicht, wie ich dann reagieren werde. Das kann ich jetzt gerade schon so sagen, ich weiß noch nicht, wie ich da reagieren werde, aber ich muss nicht nur 30 Euro dafür ausgeben, um als Streamer zu zeigen, ich habe alles. Als Streamer zeigt man gern, man hat alles in einem Videospiel. Man sitzt hier in Genshin Impact, man hat für jeden Charakter irgendwie Artefakte, man hat jeden Charakter auf Level 80, man kann jeden Charakter spielen, einfach nur um zu zeigen, man hat alles, um irgendwie mitzugehen, sobald ein User noch irgendwas fragt, dass man sagen kann, ja, ich zeige dir kurz, wie das funktioniert. Das möchte man einfach machen. Deswegen möchte man auch zeigen, ey, ich habe als Streamer natürlich alle Skins. Möchte man irgendwo, aber da muss ich mich komplett zurückhalten und sagen, nein, ich muss euch als Zuschauer nicht zeigen, dass man diese Skins für 30 Euro kaufen muss, um Spaß an diesem Game zu haben. Das ist mein erstes großes Problem. Diese 30 Euro für die Skin, die ich persönlich zu teuer finde, aber anscheinend die meisten nicht. Ich weiß nicht, ob ich damit alleine bin. In meinem Stream klang das schon eher so, dass es auch mehr Menschen gibt, die diese 30 Euro zu teuer finden. Aber dann geht es weiter mit den Inseln. Und die Inseln sind ein extrem geiles Gebiet mit neuen Kisten, mit vielen Nebenquests, all solchen Sachen. Und diese Inseln sind einfach nur zeitbasiert. Und ich weiß nicht, warum die einfach nur in 1.6 wieder da sind. Das ist genauso wie mit dem Tower Defense Modus, mit dem Bogenschießen. All solche Sachen sind immer zeitbasiert. Aber diese Inseln, da steckt ja jetzt mal wirklich richtig viel Entwicklungsaufwand drin und wahrscheinlich auch deutlich mehr Entwicklungsaufwand als beispielsweise in diesem Mini-Event mit dem Bogenschießen oder ähnliches. Wobei im Tower Defense beispielsweise auch sehr viel Entwicklungsaufwand wahrscheinlich drin steckt. Aber diese Inseln, die sind neue Maps, die generiert werden mussten. Eine neue Story musste generiert werden. Es musste neue Minispiele sich ausgedacht werden. Das alles wurde für diese Inseln extra entwickelt und dann verschwindet das einfach nach Patch 1.6 und die Zukunft, alle die erst mit 1.7 starten, dürfen diese große Map, diese extra Map, die man entdecken konnte, dürfen die dann nicht mehr entdecken nach 1.6 und das finde ich einfach schade für zukünftige Spieler. Für mich persönlich ist es insofern egal, weil ich es erleben durfte. Ich spiele jetzt bei 1.6, ich darf das erleben, ich darf die Inseln haben und ich freue mich, dass ich dieses Event spielen darf. Wie gesagt, ich bin sehr happy mit Patch 1.6 und finde das deswegen auch sehr gut, weil diese Map sehr gut ist. Aber mir tut es so ein bisschen leid für zukünftige Spiele, die das vielleicht mal entdecken wollen, die vielleicht auch diese Inseln, ja, die sich die Kisten holen wollen, die Minispiele spielen wollen, einfach halt noch mehr zum Entdecken haben, als auch, dass man so viel damit machen könnte für den aktuellen Status des Games. Beispielsweise Daily Quest. Wie oft habt ihr jetzt schon gleiche Daily Quest gespielt? Es gibt bestimmt Daily Quest, die habt ihr schon über 5, 6, 7, 8 Mal gespielt. Einfach nur, weil es immer wieder das gleiche ist. Ich weiß nicht, wie oft ich mit Ella Musk zu den Hiddleshirts gegangen bin und mit den Hiddleshirts gesprochen habe. Aber es ist auf jeden Fall häufig gewesen, dass ich das mit Ella Musk gemacht habe. Und das habt ihr wahrscheinlich auch, so ein paar Daily Quests, die ihr immer wieder spielt. Und das wäre jetzt einfach eine riesiges neue Map-Erweiterung,
wo man einfach nochmal 10 neue Daily Quests machen könnte. Schwupp, man hätte schon mal ein bisschen mehr Abwechslung. Und solche Möglichkeiten nimmt sich das Spiel selber und das finde ich sehr, 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 sehr schade, dass sie sich die Möglichkeit von der neuen Map und diese Map zu nutzen ab Patch 1.7 einfach komplett nehmen. Ich finde es halt schade für alle, die erst ab 1.7 starten, wie gesagt. Das ist alles, was ich in diesem Video eigentlich auch erzählen wollte. Also wie gesagt, das sind meine zwei großen Probleme, die mir stören. Skins für 30€, als auch, dass diese Map verschwindet. Das ändert aber beides daran nichts, dass 1.6 einfach ein guter Patch ist, weil diese Skins braucht man nicht, um den Patch zu genießen. Und diese Map dürfen wir während des Patches genießen. Und deswegen macht es das insgesamt zu einem guten Event, zu einem guten Patch, zumindest bis jetzt. Der Patch geht ja noch 5 Wochen. Und ansonsten schauen wir danach nochmal drauf im Let's Talk, wahrscheinlich wieder mit Reigen, Remus, Kaizen. Werden wir gemeinsam den Patch nochmal diskutieren dann. Aber an dieser Stelle verabschiede ich mich erstmal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das war's von mir, euer Sonius94.